Guten Morgen. So, ja, was soll ich sagen? Es regnet nicht draußen. Wie geil ist das denn? Ja, aber eben, ich wollte mein Thumbnail erstellen für das Video, so wie ich das immer mache, mit meiner App. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt, gestern kam ein Update, da stand nur drin, bugfixed. Und ich so, ja gut, bugfixed, machen wir. So, jetzt mache ich heute die App auf. Will das so gestalten wie immer und ich kann quasi nichts mehr machen. Ich soll jetzt 7 Tage die kostenlose Version testen und danach über 4 Euro für das Ding zahlen. Nein. Deshalb, euch ist es schon aufgefallen wahrscheinlich, ich bin wieder zurückgegangen zur alten Version der Thumbnails, weil ich jetzt im Moment noch keine andere Lösung gefunden habe. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Ist ja jetzt gerade erst passiert. Ich werde mir da wahrscheinlich in nächster Zeit was überlegen oder vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare, ob euch die Thumbnails überhaupt so wichtig sind und wie auch immer. Gut, ich werde jetzt mal schauen, die Jungs habe ich losgeschickt, die holen ihre Badehosen, weil wir gehen heute ins Hallenbad. Ja, konnte ja keiner ahnen, dass es nicht regnet, also zumindest im Moment nicht, wobei es ist schon tierisch grau draußen. Egal, trotzdem gehen wir ins Hallenbad und dafür brauchen sie ihre Badehosen. Und ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen Haushalt schmeißen. Und ja, dann werde ich mit Angie abklären, wann wir uns treffen. Wird sicher cool werden. Ach ja, wir gehen zu 5 ins Schwimmbad. Von da an weiß ich noch nicht so, wie das mit dem Film wird, aber wir werden sehen. Es ist ja eigentlich sowieso nicht erlaubt, ne, im Schwimmbad. Vorsichtig bin. Wir werden sehen. Okay, dann brechen wir jetzt auf. Wir werden noch Angie und ihre Tochter abholen und dann geht's ins Hallenbad. So. Und wollen wir mal gucken, ob sie denn auch schon fertig sind. Die Jungs sind im Auto sitzen geblieben. Ist schon mal praktisch. Oh, ein Flugzeug. Ich weiß gar nicht, ob man sieht. Keine Ahnung. Wir werden sehen. So. Ah! Klingel doch gehört. Hast du jemand anders erwartet? Nein. Es regnet! Ja, welche Überraschung. Aber wir gehen jetzt gleich rein und da ist es bestimmt warm. Und 30 Grad. Und trocken. Und naja. Wellig und nass. Wir werden sehen. Aber anders nass. Anders nass, ja. Gehen wir mal raus, draußen regnet und ja, da wir ja sowieso nass sind, oh hier halt das. Sind wir draußen, oh wie neblig, cool. Es regnet, es ist scheiß Wetter. Wir sind ganz nass. Ja. Besonders schnell ist sie jetzt noch nicht, würde ich mal so sagen, aber lustig. Wuhu! Ah! Ich schlafe wieder ein. Wir sind zu langsam. Muss mein Arsch heben. So, wir sind wieder draußen, wir haben es überlebt. Es ja, regnet immer noch. Es regnet immer noch. Jetzt macht es mir irgendwie mehr aus als im Wasser. Hm. Ja, da war es wärmer, aber gut. Das war schön. Ja, Mann. Also Rebstockbad
echt zu empfehlen. Genau. Kinderfreundlicher Preis. Wir sind hier als Familie echt super günstig reingekommen. Fünf Leute, 17,50 Euro für 3 Stunden. Kann Hallo? Man echt nicht meckern. Essen, Pommes in der Gastronomie und überhaupt, also auch recht günstig für ein Schwimmbad. Ja. Also wir kommen bestimmt mal wieder. Das war okay. War cool. So, jetzt fahren wir ja, bitte. Erstmal hier nach die Hause. Mädels heim. Jups, sind wir wieder zu Hause. Die Mädels abgesetzt, waren noch schnell was einkaufen. Und jetzt werden wir gleich Essen vorbereiten. Und dann gibt's heute den zweiten Teil von Herr der Ringe, die zwei Türme. Weil, die Jungs wollen natürlich wissen, wie es weitergeht. Die hätten am liebsten gestern gleich alle 3 Filme hintereinander geguckt, aber... Nein, das kann ich nicht. Ja, jetzt schauen wir dann, wie gesagt, die 2 Türme und danach denke ich mal, was haben wir denn mittlerweile? Wir haben jetzt schon 8:20, also ich schätze mal, dass es danach dann auch Zeit ist, ins Bett zu gehen. Deshalb gar nicht lange warten, los geht's. Ja, der Film ist zu Ende. ich habe die alle im Kino gesehen und ich hatte die auch schon mal auf DVD gesehen, glaube ich. Aber ja, sie sind sehr lang, aber trotzdem auch sehr geil gemacht. Also irgendwie, es kommen auch immer wieder mal so ein paar Szenen, wo ich denke, die habe ich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Weiß nicht, vielleicht ist es wirklich so. Gut, ja, ereignisreicher Tag heute mit dem Schwimmbadbesuch. Ich habe ja nicht viel im Schwimmbad gefilmt, zum einen aus Respekt zu den anderen Badegästen, die ich natürlich auch versucht habe, so wenig wie möglich damit draufzubringen. Zum anderen haben wir 3 Kinder mit dabei gehabt, die natürlich auch um uns rumgesprungen sind. Von daher habe ich nur mal so ein paar kleine Einblicke gebracht, aber ich bin schon echt gespannt auf den Schnitt, was das für Aufnahmen geworden sind. Freue ich mich schon drauf. Gut, ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeguckt habt und ja, so, also ich muss ja immer für 2 Tage in die Vergangenheit, aber eure Kommentare sind der Hammer. Ich danke euch. Alles klar, wir sehen uns morgen wieder und Philipp, das ist nur für dich. Es bleibt daily.